sein, dass Efren sich auch hier auf dem Scoreboard verewigt. Zumindest mit dem ersten Spiel. Da streckt er die Zunge raus. Das lief doch ein bisschen glücklich für ihn schon wieder. I'm lucky. I'm lucky. Aber dieses eine Mal Lucky gönnen wir ihm natürlich gerne. Und wir hoffen, dass er hier das 1:3 macht. Oh, hier. Artistisch vom Efren. Also da kam er offensichtlich hier anders hin und hat sich dann einfach dazu entschieden, so einen kleinen Massierstoß einzubauen. Ganz gut wieder. 6:0 ist absolut berechtigt. Der Efren agiert quasi fehlerlos und der Earl findet überhaupt nicht in sein Spiel. Und ja, wenn jetzt hier der Efren eine schöne Safe auf die 2 spielt, was man im Normalfall erwarten kann, dann muss der Earl hier schon um sein Leben auf dem Halbverbande spielen. Da kann da. Oh. Wow! Wow! Was für ein Kiss-Shot! Guckt ihr das mal an! Unglaublich! Wir wechseln wieder das Spiel. Es wird wieder 10 Ball gespielt. Die meisten von euch im Stream werden das schon kennen. Das Multiball-System, hier ein bisschen verkürzt auf ein Spiel pro Disziplin. Was hat er von vor? Einmal diagonal. Natürlich, aber der kommt. Natürlich kommt er. Was denke ich denn da? Was denke ich denn da? Natürlich kommt er. Ja, auch im Stream kommt jetzt die Nachfrage, wer das sei. Das ist Maximilian Grund an der Seite von Ralf Seke, ein junger Mann aus dem Sächsischen, der an Krebs erkrankt ist. Sein, ne? Ich habe